Leute, willkommen zurück hier bei Family Royce. Ja, Leon steht gleich auf. Und genau, das Schlafzimmerlicht geht an. Wobei ich ja eigentlich an deren Stelle, wenn ich mit jemand anderem im Bett schlafen würde, nicht direkt die komplette Beleuchtung für den Raum anmachen würde, wenn ich wach werde, aus Rücksicht zu der anderen Person. Aber hey, es ist Leon. Da muss man, also man muss ja auch nicht immer Rücksicht nehmen, ne? Das ist ja, das wäre ja auch zu viel verlangt. So, du kannst mal ein bisschen Landbrot zum Frühstück essen. Bei allen anderen sieht es okay aus. Du solltest eigentlich auch noch frühstücken. Ich weiß nicht, ob wir dich einfach zur Arbeit, mich einfach auf Arbeit frühstücken lassen können. Mal schauen. Ich würde dich auf jeden Fall mal so eine halbe Stunde aufwecken. Sie hat ein bisschen wenig geschlafen heute. Also gestern Nacht, wie auch immer. Wo geht die Katze hin? Was hat sie vor? Ach so, das Spielen. Viel Spaß. dann wirst du nämlich auch mal ein bisschen Brot essen. Weil ich würde sie eigentlich schon gern frühstücken lassen, bevor sie arbeiten geht. Das wäre schon ganz gut. Du bist auch wach. Müssen wir irgendwas sauber machen? Nö, sieht alles gut aus. Dann zieh du dir doch mal das vielleicht an. Und dann. Oh, hier sollten wir mal was sauber machen. Machen wir heute mal ein bisschen Putztag. Genau, hier können wir auch säubern. Machen wir hier mal das Bett. Gibt's hier im Badezimmer was zu säubern? Sieht gut aus. Da die Dusche nochmal. Alles klar. Schubus für Mia kommt bald. Kein Ding. Oh, und Wäsche waschen von Mia sollten wir dann vielleicht auch. Okay. Aber ich lasse Mia mal einigermaßen ausschlafen. Du isst noch schön. Okay. So, Leon. Du brauchst ein bisschen Spaß. Wie geht's denn dem Hundi? Der Hundi kann ja mal hier pieseln gehen und du kannst mal runterkommen und dich mal wieder ein bisschen mit Nacho beschäftigen. Vielleicht könntest du sogar mal mit Nacho mal wieder einen Spaziergang machen. Das wäre doch auch mal cool. Wenn ich mit ihm Apportieren spielen, das können wir gerne machen. Du schläfst noch ein bisschen. Sie wird aber wieder viel zu früh wach sein. Ich schicke sie schon immer so spät ins Bett und dann, naja. Dann ist sie trotzdem so früh schon wach. Weiß auch nicht, was ich da noch tun soll bei ihr. So, wie geht's dir? Dir geht's gut. Du kannst dann mal hier reingehen. Pieseln, was trinken. Du kannst dann danach auch was trinken. Okay. Katze? Wo geht die Katze hin zum Pieseln? In den Pool? Eher uncool, muss ich sagen. Aber naja, gut. Du gehst arbeiten. Guten Morgen. Kleine Mia. Steh auf. Los, steh auf. Und dann kommt eigentlich auch dein Schulbus. Genau. Dann kannst du einfach zur Schule gehen. Du kannst hier schon mal das Bett machen. Dich anziehen. Und dann können wir vielleicht hier mal auf Toilette gehen. Genau, Cookie haben wir ja jetzt nicht mehr. Aber ja, muss ja auch nicht sein. Dann würde ich dich vielleicht mal zum Rathaus schicken. Und zwar wegen Rufmord verklagen, weil das, finde ich, geht echt nicht. So, wir müssen ja immer noch mit an Logik arbeiten. Und wir hatten ja das letzte Mal ein Date mit David. Und die Idee ist, vielleicht war er unzufrieden mit dem Date, weil er kein Techtelmechtel hatte. Wer weiß. Man weiß ja nicht, was so, was so seine Ideen waren. Wo ist der Hund denn? Hä, wo bist du denn hingerannt? Wo bist du denn drin gewesen? Naja. Oh, und jetzt regnet es. Moment, dann geht mal bitte in den Stall rein, ihr zwei. Das ist natürlich jetzt uncool, dass es jetzt einfach regnet. Gut, du gehst zum Schulbus. Hä, die ist um 8 Uhr aufgestanden und hat jetzt trotzdem eine Stunde gebraucht, bis sie zum Schulbus ging. Was hast du denn gemacht in der Zeit, Mia? Genau, du machst das. Du bist hier noch am Saubermachen. Dann kannst du hier mal das Bett machen. Und ich habe jetzt auch die Alterung angestellt. Also zum Beispiel Luena altert in 33 Tagen, Amelie in 17,
Mir in 18 Tagen, ja. Und da schauen wir einfach mal, wie das so läuft. Die anderen Sims in der Stadt werden dann natürlich auch altern. Weil ich dachte mir mal, so ein bisschen Fortschritt wäre doch auch mal wieder ganz gut. Also die Wäsche reinigen, die saubere Wäsche holen. Und dann können wir vielleicht auch mal hier zu den Hühnern gehen. Mal füttern. Und dann mal bei den Pferdis schauen. So. Du kannst immer Heu fressen. Trinken. So, genau. Los geht's. Du kannst ja mit dem Pferdeball spielen. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Magst du danach vielleicht mal dich hier an Romina anschmiegen? Schnüffeln, Kontakt knüpfen. Schnüffeln, okay. Das ist doch schon mal alles in Ordnung. Genau, wir wollten ja hier mit Nacho beschäftigen. Ah, ja. So, wir haben die Gehaltserhöhung bekommen. Sehr gut. Ah, warte mal. Genau, du kannst die Hühner füttern und danach kannst du hier auch mal mit Gourmetfutter füllen. Aufräumen. So. Dann bürsten wir mal Nacho. Können ein bisschen spielen. Bauchkraulen. Ja. Uns einfach ein bisschen mit ihm beschäftigen. Aber ich glaube, den Spaziergang machen wir doch nicht mehr, weil es regnet. Wäre ich jetzt eher nicht so ein Fan von. Und dann können wir heute mal Julian besuchen. Das wollte ich ja eigentlich schon letzte Folge machen. Aber dann machen wir das heute. Möglichst bald, weil er arbeitet ja eigentlich nachmittags. Also können wir vielleicht danach ihn besuchen? Können wir ihn besuchen? Ist er zu Hause? Noch ist er zu Hause. Dann werden wir mal den Haushalt besuchen gleich. Wäre ja ganz cool. Aber normalerweise müsste ja irgendwie 15 Uhr oder sowas losgehen. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall schauen. Mit Freunden sprechen. Oder? Wie sieht es mit deinen Freunden aus? Ja, sprich mal noch ein bisschen mehr mit denen. Ich würde mich gerne schon noch mit ein, zwei weiteren Kindern anfreunden. Aber wir haben ja schon eine gute Freundin, nämlich Janie. Und da hatten wir auch noch die Idee, dass wir uns mit Amelie, mit der. Dingens hier, mit unserer Kollegin Marie Belmont anfreunden. Genau, und da hängen wir ja auch gerade mit den Kollegen rum. Passt also alles ganz gut. Hallo? Aufräumen. Katze, was machst du denn da? Was machst du? Hier, futter was. Dann können wir nämlich uns auch mit Ruhe beschäftigen danach. Hier, wir können ja mal ausschimpfen fürs Hinaufspringen, weil ich glaube nicht, dass Sophia das gut fände. Können ihn aber trotzdem mal streicheln. Genau. Nee, nicht jagen. So. Okay. Das wäre ja schon mal was. Na. Hi. Und du rennst los. Okay. Danach kannst du vielleicht hier noch mal ein bisschen kauen und ein bisschen schlafen. So, ihr beide habt gleich zu Ende getrunken. Okay. Genau, du machst das. Du beschäftigst dich mit Romina. Dann könnt ihr mal ein bisschen Jagen spielen. Vielleicht können wir das hier mal eben abschließen. Damit ihr halt nur hier drin bleiben beim Jagen spielen. Gerade muss ja eigentlich eh keiner in den Stall. Also Romina sollte vielleicht schon bald mal in den Stall, aber das können wir auch machen, nachdem wir mit Flame ein bisschen was gemacht haben. Beziehungsweise vielleicht ist die Romina dann schon selbstständig auf Toilette gegangen. Man weiß ja nicht. Und natürlich ist Julian jetzt weg. Natürlich. Können wir ihn dann vielleicht einladen? Aber ich glaube, dann möchte er nirgendwo mit hingehen, oder? Einladen nach. Vielleicht hierhin zum Park. Bitte, Julian. Bitte, bitte.
Weil natürlich muss er genau dann weggehen. Ist er da drin? Hallo? Ist hier jemand drin? Nein. Ich sehe rein gar nichts. Okay, schade. Klar, sich gut an. Okay. Dann können wir uns ja wenigstens mal kurz noch mit Julian im Park treffen. Das ist doch mal was. Besser als nix. Ist er vielleicht schon hier? Nee, ne? Wolf Martinez, was? Ach, heißt der Hund so? Ja, aber das ist Pablo, okay. Ich gerade schon gewundert, so, hä? Der Typ heißt Wolf. Und wir haben das Ding jetzt gewonnen. Sehr schön. Dann würde ich mal hier zum Coffeeshop gehen. Da können wir da frühstücken. Obwohl das ja eher Mittagessen ist, aber egal. Und können dann vielleicht doch nochmal nach einem Auftritt fragen. So, die Kleine macht gerade ihren Ausflug. Und da ist Julian. Hey, schön, dass du hier bist. Vergnügt begrüßen können wir hier mal. Und Benjamin Stacy möchte sein tägliches Singogramm haben. Sein tägliches Techtelmechtel wahrscheinlich auch. Ich wollte gerade das richtige Wort dafür verwenden und dann ist mir eingefallen, ach, ich bin ja ein Sims. Ich mache ja Videos. Ja, da musste das Spiel erstmal kurz anhalten. Das war natürlich gar nicht gut. So. Ja, dann können wir vielleicht noch ein bisschen was Lustiges, lustige Geschichte erzählen. Können wir vielleicht nochmal mit Enkeln prahlen oder so? Können wir das bei. Ja, doch, können wir bei Julian auch machen. Ich meine, Julian hat ja auch einen Enkel. Ich finde das so toll, ne? Wie jeder irgendwie einen Enkel hat. Alle drei. So, Amelie hat Mia, Moritz hat Godo. Godo? Ist das schon immer so? Das mir ist irgendwie neu. Und Julian hat Shannon, aber ich wollte ja auch Betty bei nächster Gelegenheit mal wieder schwängern, dass sie noch mal ein Kind bekommen, weil eigentlich sollen die zwei Kinder haben. Müssen wir mal gucken. Mache ich vielleicht nach der Folge zur Not. Vor allem ich wollte ja Betty mal wieder schwängern, aber ja. Okay, genau. Julian ist Texter. Alles klar. Du spielst gerade mit der Katze. Der geht's gut. Und dann kannst du eigentlich auch mal was essen, ne? Es ist Nachmittag. Wie wäre es mit ein bisschen Apfelkuchen? Genau, du bist ja hier. Dann können wir nämlich mal gucken, ob wir hier vielleicht was bestellen können. Nope, können wir gerade nicht. Bist du Barista? Nein, das ist einfach nur Violet. Können wir wenigstens bei dir. Nein, schade. Tut mir leid, ich muss gehen, ich muss gleich zur Arbeit. Ja, das wissen wir. Aber hey, wir haben immer ein bisschen mit Julian reden können. Das ist doch schön. Uns ein bisschen mit ihm anfreunden können noch. Das wird schon. Ja, gut. Das hat ja gut geklappt mit dem Essen. Dann geh hier mal kurz beim Imbiss essen. Obwohl, nee, warte mal. Du kannst ja eigentlich auch mal hier hingehen zum Square. Ich können wir da ja mal wieder für Trinkgeld auftreten. Das wäre doch auch mal ganz gut. Du kannst hier vielleicht mal auf Toilette gehen, wenn du schon hier bist. Und was können wir sonst noch so mit dir heute machen? Was wäre denn ganz gut? Weiß noch nicht genau, wer bellt denn hier die ganze Zeit? Bellt doch einer. Ach, da! Bongo Sanderson, Sascha Sanderson. Genau, sind mit Tony hergekommen, alles klar. Elvira Gardner möchte eine Party schmeißen. Da würde ich gern hingehen heute. Das wäre doch mal was. So, genau. Du kannst hier ja mal Essen kaufen. Wie wäre es denn mal damit? Fyodor Lum, Tony Sanderson, Dylan Allison. Wir müssen mal gucken, ob hier irgendwelche Singles dabei sind. Weil ich weiß das nämlich nicht. So. Na, no, wir könnten auch mit, keine Ahnung, irgendwie nochmal so ein Kleinkind haben, könnten wir auch mit denen hierher gehen und mit denen hier spielen, so als Opa. Das wäre cool. Das wäre sehr cool. Vielleicht Moritz nochmal besuchen, wenn er gerade zu Hause ist. Ja, er ist zu Hause. Und ja, ich habe absichtlich Moritz wieder ausziehen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht trennt er sich auch wieder von.
Von der Dingens, mit der er das Kind hat. Weil ich möchte eigentlich ja nicht, dass sie für immer zusammenbleiben. Wie heißt sie nochmal? Emma, ne? Ja, genau. Vielleicht trennt er sich auch wieder von Emma. Also, dass sie ein Kind haben, aber der ist jetzt trotzdem nicht so der Familienmensch ist. Weil das ist ja halt eigentlich nicht. Kannst du vielleicht einfach hier hingehen? Ja, genau. Geh einfach mal zum Square. Kannst du auch was essen? Bist ja eh direkt in der Nähe beim Friedhof. Ich habe mir noch nie so wirklich den Friedhof angeschaut, aber der sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, der ist ja echt ganz schön. Und guck mal, hier ist sogar Platz für noch mehr Reihen mit Gräbern. Das ist schön. Also, nicht schön, dass Sims sterben, aber schön gestaltet, sagen wir es so. So, du findest irgendwas eklig? Ist das etwa eklig? Oh, schlecht geworden. Dann, hallo Hund. Wolltest du nicht hier schlafen? Du kannst hier oben mal duschen gehen. So, wie sieht's denn hier aus? Genau, du wolltest dich ja mal ein bisschen an Romina anschmiegen. Dann machen wir das mal. Weil Kontakt knüpfen musst du sowieso. Und dann könntest du vielleicht mal zu Flame runtergehen und dich um ihn kümmern. So, und Flame kann in der Zwischenzeit vielleicht mal hier ein bisschen grasen und da noch ein bisschen grasen. Oder vielleicht mal hier ein bisschen grasen. Genau. Das wäre doch schön. Ihr beschäftigt euch miteinander. Du schläfst und du machst, was auch immer du möchtest. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen putzen wieder. Das ist doch ganz gut. So, und Amelie ist nach Hause gekommen. Ja, du machst mal ein. Entspannten Tag. Oh, Schaumbad haben wir gar keins. Dann nimm einfach mal so ein Bad. Oder haben wir hier drüben das Schaumbad? Ja, haben wir. Okay, Moment. Dann würde ich ihr nämlich gerne ein Schaumbad gönnen. Nach dem anstrengenden Arbeitstag und nachdem sie da so müde ist. Und danach kannst du auch direkt schlafen gehen. Ich glaube, das Schaumbad dauert nämlich eine ganze Weile. Sowieso. Also gönnt sie sich den Abend mit Schaumbad und Schlaf, gutem Schlaf. So, du bist jetzt auch hier, ne? Dann kannst du dir nämlich auch hier mal was zu essen holen. Und wir quatschen vielleicht mal mit irgendeinem Sim, der noch da ist. Hier. Mit Tony Sanderson können wir ja mal reden. Den können wir ja mal charmant begrüßen. Na, die Hundis sind so knuffig. Genau, mit Dylan Allison möchte ich auch noch reden. Monique Johnson. Auch interessant. Interessanten Hut, den sie da trägt. Ist sie Polizistin? Wie ist das denn im Kleid? Okay. Ja, Mädel, warum gehst du da rein? Du sollst dir Essen holen. Hallo, Wildpferd, das einfach durch den Park rennt. Ich glaube ja, dass Tony Sanderson schon einen Partner, Partnerin hat. Aber wir gucken mal. Und hier ist Calvin Hobbs mit Kind. Mich auch wundern, wenn er Single ist, aber man weiß es ja nicht. So, Moritz, wie geht's dir denn? Wie war denn dein Tag? Dein Haus sieht immer noch super aus. Dann, du könntest vielleicht mal Pommes essen. Ich finde Pommes sehr cool. Können ein bisschen von Hunden schwärmen, vor allem von unserem Hund, von Nacho noch mal ein bisschen. Was können wir noch so machen? Können wir ein bisschen mit Enkeln prahlen, wie es den anderen geht und so nach seinem Kind fragen. Und wir werden ihn bestimmt nicht bitten, einzuziehen. Der hat lang genug bei uns gelebt. Aber seht ihr mal, wie gut wir uns mit Moritz schon wieder angefreundet haben. Und ja, das Spiel hängt. Ja. Okay. Dann. Genau, lernen wir noch ein bisschen kennen. Also ja, mit Moritz haben wir uns schon wieder sehr, sehr gut angefreundet. Das freut mich. Was können wir noch so machen? Können ihn auf jeden Fall mal umarmen. Vielleicht wollen wir irgendwie noch ein bisschen den Tag mit ihm verbringen. Können ja mal eine Gruppe mit ihm gründen. Spaß haben? Was können wir denn Spaßiges machen mit Moritz? Rollschuhlaufen ist das nicht so das Spannendste, finde ich. Was könnten wir mit ihm denn Schönes machen? Tauchen gehen. Irgendwie wäre das lustig. So gefährlich zum Tauchen. Oh. Und hier auch. Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal ein bisschen tauchen lernen.
damit das Sinn macht. Ich überlege gerade, was wir mit Moritz Schönes machen könnten, wo wir gemeinsam hingehen, was wir. Ich glaube hier jetzt zur Spielhalle, oder? Ja, ich glaube, wir gehen zur Spielhalle zusammen mit Moritz. Und hat er ein paar. Ja, mit Marie zusammen. Okay. Aber hey, wir haben uns mit ihm angefreundet, das ist doch schön. Fragen wir nach seiner Karriere, können ihn vielleicht nochmal, können ihn nach seinem Tag fragen und dann vielleicht nochmal ein bisschen zusammen tanzen. Dann haben wir auch ein bisschen Spaß, ein bisschen Soziales brauchen wir auch. Das ist doch schön. So, wie geht's dir klein eigentlich? Warum hast du denn noch nichts gegessen? Hä? Hast du dir nicht Pommes geholt? Wolltest du dir nicht was zu essen holen? Mia? Höhlenabenteuer, natürlich im Mausoleum, okay. Vor allem, wann können wir wieder hin? So, jetzt hol dir mal Pommes mit Chili und Käse. Pommes mit Käse wäre bestimmt geil, aber ich bin nicht so der Chili-Fan. Aber klingt auf jeden Fall lecker. Sieht nicht so lecker aus. Das Essen bei Sims 3 sieht allgemein nicht so unglaublich lecker aus. Eher so zusammengepanscht, aber ja. Es erfüllt hoffentlich seinen Zweck. Und dann kannst du dir zur Abkühlung danach vielleicht noch ein Wassereis holen. Warte mal, Oregon-Himbeere, Weintraube. Ja, hol dir mal ein bisschen Himbeere. Du tanzt noch ein bisschen mit ihm. Sehr schön. Guck mal, Soziales, Spaß geht hoch, alles klar. Machen wir da noch ein Singogramm vielleicht? Wo könnten wir denn da noch hingehen? Vanderbilt. Den können wir. Ah ja, genau, den wollten wir ja mal kennenlernen. Wo wissen wir da schon, ob der einen Partner hat? Ah nee, der ist mit Tamara verlobt. Ach Mist. hier vielleicht Michale anders. Das wäre ja meine Idee. Ich suche immer noch nach Single-Männern für Luena. Ansonsten vielleicht mit Styles. Vielleicht fangen wir mal was mit Styles. Ich glaube, Styles wäre eine gute Wahl. Da sollten wir aber erstmal duschen gehen. Also machen wir vielleicht erstmal. Ich möchte echt keine Singogramme mehr bei Benjamin machen. Also nach Hause gehen, mal duschen und dann fragen wir vielleicht mal Styles, ob er mit uns was unternehmen möchte. Wobei der arbeitet gerade bestimmt. Vielleicht können wir ihn 21 Uhr oder sowas, dann müsste er fertig sein von der Arbeit, bei der Musik. Können wir ihn vielleicht irgendwie in einen Club einladen, mit ihm da ein bisschen tanzen. Das wäre doch eigentlich was. So, genau. Ihr geht dann zusammen dahin. Vielleicht danach noch was essen. Du holst dir ein Wassereis. Sehr schön. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen Rollschuh laufen? Wer bist du? Ezra Burleson. Burleson. Sieht irgendwie aus wie ein. Wie ein Clown. Also einer, der so. Clowns-Sachen macht. Halt. Wie auch immer. So, genau. Mal, jetzt geht's Luena definitiv schon besser. Danach gehen wir, wie gesagt, noch duschen, uns vorbereiten vielleicht auf ein mögliches Date mit Styles. So. Oh, und du möchtest Moritz als besten Freund gewinnen. Na. No. hast du dich jetzt eigentlich schon mit Flame beschäftigt? Ja, hast du. Sehr schön. Wollen wir denn vielleicht nochmal einen Ausritt machen? Also nicht einen Ausritt. Also ich meine, theoretisch können wir auch einen Ausritt machen, aber wenn, dann können wir auch gleich schon. Ich muss jetzt gehen, du musst ja auch. Ja, wir gehen noch zusammen los, Moritz. Alles gut. Alles gut, Moritz. Wir sind doch zusammen unterwegs. Ich glaube, wir machen einfach nur einen Ausritt. Ich glaube, das fände ich besser. Ich weiß, wir könnten. Sophia, du weißt, dass du Reiten Level 10 hast. Du musst dich nicht wie ein Anfänger anstellen. genau, dann machen wir hier mal den Stall wieder auf. Oder das Dingens auf. Und können ja mal ein bisschen. Ausreiten. Erstmal ein bisschen im Trab hier rausgehen. Wie sieht es bei euch aus? Euch geht es ganz gut. Du kannst dann nochmal vielleicht ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Du kannst mal hier reingehen. Pieseln, grasen, was trinken. Ah, euch geht es dann auf jeden Fall auch sehr gut. Du kriegst ja gleich noch Bewegung. Du schläfst hier ein bisschen. Oh, es ist ja der Napf wieder leer. Mist. Was machst du gerade?
Textnachricht von Elvira Gardner. Ach ja, stimmt, da war ja die Party. Vielleicht können wir Styles zur Party einladen. Das wäre auch eine Idee. Aber ja, kommt drauf an, wann die startet, ne? Vielleicht können wir erstmal kurz noch zur Party gehen. 19:29. Da haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit, um vorher nochmal duschen zu gehen. Wo wohnt denn Elvira? Ach, da wohnt sie. Können wir eigentlich mal machen. Können wir kurz die Party besuchen, danach noch Styles irgendwohin einladen. Klingt zwar nach einem stressigen Abend, aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Ansonsten machen wir das mit Styles wann anders. Aber zur Party würde ich eigentlich schon noch gern. Und Mia wird auf den Schuhen immer besser. Sehr schön. So, wollen wir zusammen vielleicht mal ein bisschen Bowling machen? Wie wär's, Moritz? Ab geht's. Was zu essen kriegen wir hier nicht wirklich, ne? Nee, sieht nicht so sehr danach aus. Aber wie gesagt, ein bisschen davon können wir ja gerne mal machen. Hier ist Blair, Tara. Okay. Ihr habt euren Spaß. Und wie gesagt, danach würde ich eigentlich gern irgendwo essen gehen. Ja, jetzt. Yes. Okay, wie wäre es hier im Restaurant vielleicht? Vielleicht auf der Terrasse essen mit der Gruppe? Und ihr könnt ein bisschen galoppieren. Genau, Toni Heinze versucht zu flirten. Das ist schön für Toni Heinze. Was interessiert mich das? Wolltest du nicht hier mal ein bisschen mit dem Pferdeball spielen, Romina? Komm. Ja, sehr schön. Dann kannst du vielleicht hier nochmal ein bisschen grasen. Vielleicht nochmal den Pferdeball hier drüben benutzen, wo auch immer der ist. Hallo, wo ist der Pferdeball? Ach da, ganz in der Ecke. So. Genau, du schläfst jetzt. Bis 3 Uhr. Ja, dann hast du halt einfach mal einen frühen Morgen. Das ist ja auch okay. Ich weiß auch immer noch nicht, was für eine Karriere. Ja, er ist immer noch Kindertrainer, aber eigentlich soll er das gar nicht sein. Wir flitzen jetzt mit Leichtigkeit über die Bahn. Na, das möchte ich mir doch mal anschauen. Sehr schön. Das sieht sehr gekonnt aus, Mia. Was geht mit euch hier eigentlich so ab? Dann würde ich die Kleine langsam mal nach Hause schicken. Außer wir gehen zu Janie nach Hause und übernachten bei ihr, aber können wir auch mal anders machen. Komm du erstmal nach Hause. Dann bringen wir sie. Kann sie ins Badezimmer gehen. Oh, da ist die Wanne kaputt gegangen, dank Amelie. Naja, passiert. Dann kannst du hier hingehen. Oh, ihr seid am Strand. Oh, das ist ja schön hier. Oh. Das sieht echt schön aus hier. Oder? Ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Was ist das da drüben eigentlich? Mit Promi anfreunden? Mit wem? Mit. Ah ja, mit Marie Belmont, genau. Mit der wir uns auch mit Dingens anfreunden wollten. Ja, wollen wir einfach wieder nach Hause galoppieren? Wenn wir hier am Strand sind, das ist zwar nicht weit weg, aber. Weiß nicht, weiter wolltest du ja scheinbar nicht. Oder wir können nochmal nach Wildpferden suchen. Aber ich. Ist eigentlich auch eine blöde Idee, das immer nur nachts zu machen, weil dann sieht man die halt nicht. Dann sieht man halt gar nichts. Hier sind jedenfalls keine Wildpferde, wie es aussieht. Sonst noch irgendwo? Hier könnten Wildpferde sein. Ich sehe aber keine. Meistens sind die ja tatsächlich hier bei den Angelplätzen. Warum auch immer, aber da sind sie halt normalerweise. Hier vielleicht. Oh, hier tatsächlich. Hier ist ein Fohlen. mit welchem hätten wir uns eigentlich schon angefreundet? Oder so ein bisschen wenigstens. Hier mit dem. Das würde ich gerne. Dann können wir ja mal hierher reiten. Im Galopp bitte. Und dann können wir uns mit dem hier noch weiter anfreunden. Na, no, ein kleines Wildfohlen. Ist das süß? Genau, gehen wir da mal hin. Ob die alle Marie gefolgt sind? Oder warum sind die alle hier? genau, dann macht jetzt mal ein bisschen. Also, dann geht jetzt mal essen. Du schläfst einfach schön lang. Hier, vielleicht sogar bis 6 Uhr mal richtig schön durchschlafen. David Dempsey einen Liebesbrief schicken. Das können wir natürlich auch mal machen. Klingt auch gut.
Du bist ja bei der Party. Wenigstens mal so für eine Stunde oder so. Wer bist du denn? Du bist Susanna Tulip. Dich können wir ja mal gerne charmant begrüßen. Haben wir denn hier noch so ein paar Leute? Also. Ach, das ist ja auch direkt hier. Na. Wen haben wir denn hier sonst noch so? Wer bist du? Diddy Cronin, Colleen James, Calvin Hobbs. Wir können ja auch nochmal Calvin Hobbs begrüßen. Warte mal, kennen wir den schon? Wissen wir schon, ob er einen Partner hat oder nicht? Hier. Ja, er hat schon einen Partner. Dann quatschen wir nochmal mit ihr kurz. Für eine Stunde oder so. Obwohl, ist nicht eigentlich. Wir können ja mal jetzt schon, nachdem wir den begrüßt haben, können wir jetzt schon mal Styles fragen, ob er irgendwo mit hinkommen kann. Das wäre ja auch möglich. So, einladen nach. Ich weiß ja nicht genau, wann er aufhört zu arbeiten. Kommt ja immer so ein bisschen aufs Karrierelevel an. Genau, du kommst nach Hause. Du schläfst schön aus. Du bist hoffentlich auch bald da. Ja, da ist sie. Sehr schön. So, und dann können wir jetzt mal das Wildpferd beobachten. Können wir das auch zu Pferd beobachten, oder? Nein, können wir nicht. Dann steig mal bitte ab, meine Liebe. Und du kannst vielleicht auch mal hier irgendein Wildpferd kennenlernen. Ja, reiterlos werden. Absteigen, bitte. Nathan Dean versucht zu flirten. Okay. Dass sie das immer alles so spät am Tag machen. Oh, ist das dein Ernst, Flame? Ich will, dass Sophia absteigt. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du einfach sagst, nö. Boah, Alter, steig doch einfach mal ab jetzt. Bist du jetzt, hängst du jetzt fest oder was? Oh, meine Güte, Flame. Hallo. Ah, oh, okay. Oder wir machen es so. Wir teleportieren uns einfach dahin. So, dann beobachten wir mal ein bisschen das Wildpferd. Und du kannst vielleicht hier mal ein bisschen was trinken. Ein bisschen grasen. Okay. Oh, du sollst was trinken. Flame, kannst du überhaupt irgendwas? Was ist denn mit dem Pferd los? Kann der gar nichts? Hä? Warum musst du denn jetzt ins Wasser gehen? Oh meine Güte, Sophia. Kannst du ihn auch vom Land aus beobachten? Niemand hat dir gesagt, dass du dafür. Ah, ja, dann renn mal mit. Die rennen nämlich jetzt weg. Okay, wir sind aktuell hier und wollen uns mit Dingens treffen. Okay, das ist ein bisschen weiter weg. Eigentlich würde ich gerne ins Technobella gehen, weil eigentlich macht's, finde ich es da am coolsten. Wir können ja auch zur Red Rose Lounge gehen. Das ist ja egal. Hauptsache, er kommt halt mit, ne? Du gehst essen. So, wie sieht's aus? Beobachtest du das Wildpferd jetzt mal oder eher nicht so? Ah, okay. Noch in einer Stunde? Also jetzt auch immer noch in einer Stunde? Oh je, dann könnte es sein, dass es vielleicht ein bisschen spät ist, bis er da ist. Aber wir können ja schon mal hier hingehen. Und dann mal gucken, ob er vorbeikommt. Ansonsten tanzen wir halt einfach alleine ein bisschen. Was? Stewardson? Sie ist ausgezogen? Mich nervt das immer, dass die Sims einfach aussehen. Das ist halt mit der Story Progression, die ich anhabe. Und die ziehen dann immer total komisch aus. Und dann macht das alles immer keinen Sinn, wie die Sims leben. Aber naja. So. Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist. Gerne. Wir gehen ja jetzt auch wieder. Schön, wie ihr alle an einem Einzeltisch sitzt. Was isst du eigentlich? Lemon Cake. Und du isst Curry. Dann können wir ja eigentlich nochmal. Können wir eigentlich die Gruppe beenden, oder? Oder? Warte mal, können wir zu Dingens nach Hause gehen? Nee. Warte mal, wo wohnt die nochmal? Dean, genau. Da ist sie gerade nicht. Dann können wir eigentlich auch mal die Gruppe auflösen. Hatten immer einen schönen Abend. Siehst du, wir haben uns köstlich amüsiert. Das ist doch toll. Da hatte Leon also einen schönen Abend mit seinen Söhnen oder einen schönen Tag mit seinen Söhnen. Das freut mich doch. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause wieder. Dem Hund geht's ja eigentlich gut.
Du kannst dann hier mal weiter in dein Buch schreiben. Oh, du kannst dann hier. Ah ja, genau, wir müssen ja auch noch die Badewanne hier reparieren. Dann machen wir das beides einfach mal. Reparieren. Oder nee, wir reparieren erstmal das hier. Können wir nämlich da drüben auch noch danach aufwischen. Reparieren und Pfütze aufwischen. Du beobachtest weiter das Wildpferd hoffentlich. Kriegst du das hin? Ist es denn in der Nähe? Ah, da ist es. Okay. Dann beobachten wir es mal weiter. Man muss halt erst so ein bisschen das Vertrauen von dem Pferd gewinnen, bevor es einen wirklich in die eigene Nähe lässt. Und dann weiß ich auch noch nicht, wie wir das machen. Vielleicht lassen wir Luena dann bald irgendwann mal ausziehen, damit wir tatsächlich auch noch das Wildpferd adoptieren können. Oder ich lasse sie nur so temporär ausziehen, damit wir das auf regulärem Weg machen können. Weil eigentlich ist der Haushalt ja schon voll. Und dann, hier, wo bist du? Du bist da, okay. Dann rufen wir doch noch mal Styles an. Vielleicht möchte er. Hallo, Travis. Okay, mal gucken. Vielleicht ist es ihm aber auch schon zu spät. Das kann natürlich auch sein. Aber der arbeitet halt auch so lange. Dann machen wir das nächste Mal ein bisschen früher was aus, wenn er jetzt nicht will. Klar, hört sich gut an. Okay. Alles klar. Dann geh du mal hier nochmal auf Toilette. Du bist schon auf dem Grundstück. Okay, dann warten wir mal auf Styles. Du kommst nach Hause, schreibst. Also erstmal reparieren, genau, das ist das Wichtige. Und du sollst deine Hausaufgaben machen. Und dann kannst du auch schlafen gehen. Eigentlich ein bisschen spät jetzt erst, aber egal. Das passt schon. Genau, und sie wäre eigentlich sogar schon fast ausgeschlafen, aber ich lasse sie jetzt einfach mal bis 6 Uhr schlafen, bis sie arbeiten muss. Das sollte passen. Wo sie ja eigentlich auch noch mal ein bisschen Logik lernen könnte, ne, in der Zeit. Moritz, hey, warum bist du denn mit nach Hause gekommen? Warte mal, dann können wir das eigentlich mal nutzen. Du bist ja jetzt eh fast ausgeschlafen. Wie wär's, wenn wir. Also, du kannst erstmal Reste essen. Und zwar ein bisschen Lachs vielleicht. Und vielleicht kannst du danach hier nochmal ein bisschen Schach spielen mit. Oh, nicht mit Moritz? Nach drinnen einladen. Können wir dann danach mal. Wenn er denn hier bleibt. Also, es kann natürlich auch sein, dass er in der Zwischenzeit gegangen ist, aber. So, Luena, ist denn Styles jetzt hier? Ist er hergekommen? Oder eher nicht so? Da ist er. Da ist Styles. Oder? Ja. Können ihn mal verführerisch begrüßen. Wenn schon, denn schon. Wir fangen hier direkt an. Wenn schon, dann gleich verführerisch. Wofür haben wir denn die Fähigkeiten? Oh, das sieht voll schön aus, wie das da so rausdampft, ne? Obwohl das gleichzeitig halt auch so ein bisschen, ne, wie Abfluss aussieht. Und das ist schon ein bisschen eklig. Wer bist du? Amila. Okay, dann lernen wir ihn mal kennen. Warte mal, eigentlich, sollten wir nicht das machen. Wir sollten mal einen koketten Witz machen. Ein bisschen flirten. Kompliment über sein Aussehen machen. Und wollen wir dann vielleicht mal lieber reingehen? Weil es jetzt vielleicht nicht so der beste Ort, das hier draußen zu machen. Ich kann ihn herbeirufen, hoffentlich. Nicht, dass irgendwie noch Benjamin vorbeikommt. Ist denn, wohnt, arbeitet nicht direkt gegenüber. Ja, der kriegt das bestimmt nicht mit. Na, und du möchtest dich mit David treffen. Das können wir gern auch machen. So, ist denn Moritz noch hier? Oder ist Moritz abgehauen? Nee, aufräumen brauchst du gerade nicht. Ist Moritz noch da? Nee, okay. Oh, da ist aber Toffi. Hallo. dann kannst du eigentlich direkt, wenn du schon hier bist, mal den Liebesbrief schicken. Und dann kannst du ein bisschen Schach üben. Das musst du ja eigentlich eh lernen. Und dann später irgendwann schlafen gehen. Genau. Wenn du abgewischt hast oder wenn du aufgewischt hast, das machen. Und dann würde ich dich eigentlich mal schlafen schicken. Hier haben wir wieder so ein Gartenzwerg bekommen. Genau, du machst das. Oh, sie fühlt sich angenehm kühl. Okay.
Du möchtest mit Benjamin abhängen. Eigentlich gerade nicht so. Eigentlich haben wir gerade Styles. Wo ist der noch? Der steht hier. Können wir ihn denn herbeirufen? Ja, sehr schön. Ich würde nämlich viel lieber drinnen quatschen mit ihm als so draußen. Das ist irgendwie uncool. Oder so zwischen der Türangel. Geht natürlich auch. Naja. So. Machen wir mal noch ein Kompliment über sein Aussehen. Hallo, ich würde gerne mit ihm ein bisschen flirten. Hallo, Dame im Bikini. Wir wollen Styles überzeugen. Du brauchst jetzt nicht hier so. David Dempsey. Okay, ich dachte jetzt schon, Benjamin ist das hier. Aber nein, es ist David Dempsey. Der Freund von Amelie. So, dann können wir nochmal einen koketten Witz machen? Ja. Mal ein Kompliment über seinen Charakter machen. Wir wissen zwar nichts über seinen Charakter, aber wir machen trotzdem mal ein Kompliment darüber. Und dann können wir eigentlich uns gestehen, uns angezogen zu fühlen. Ersten Kuss. Warte mal, kann man da drin eigentlich auch ein Techtelmechtel haben? Weiß ich gerade gar nicht. Eigentlich müsste es ja Platz genug haben, ne? So, wie sieht's denn aus mit dem Wildpferd? Wie gut kennen wir das denn jetzt schon? Schon ziemlich gut. Ist es noch in der Nähe? Ansonsten machen wir das nächste Mal vielleicht. Nein, da ist es noch. Okay. Können wir vielleicht mal versuchen, ob wir seine Hand beschnüffeln können? Das finde ich richtig cool. Um sicher zu gehen, müssen wir uns natürlich mit ihm anfreunden, aber. Also mit beobachten, aber das geht vielleicht auch so schon. Genau, du schläfst jetzt. Bisschen spät schlafen gegangen, aber egal. Oh, schade. Das wollte noch nicht. Gut, dann beobachten wir es noch ein paar Mal weiter. So, und dann würde ich dich nach Hause schicken. Apropos nach Hause, Flame, genau. beziehungsweise, warte mal, kannst du vielleicht dahin gehen, wo Sophia gerade ist? Vielleicht mal hierhin reiten? Vielleicht können wir dann zusammen nach Hause gehen. Und du solltest auch mal in deinen Stall gehen. Und zwar hier mal ein bisschen Heu fressen und dein Nickerchen machen. Du schläfst ja schon. Sieht okay aus. Du kannst hier mal wieder was futtern. Okay. So, wie sieht es denn aus? Romantisches Interesse haben wir also. Haben wir den ersten Kuss schon mal probiert? Keine Ahnung. Haben wir schon, alles klar. Dann können wir noch mal ein bisschen küssen. Ins Ohr flüstern. Ja. Können wir denn jetzt in dem Badezimmer? Ja, können wir. Dann ab geht's. Brauchen ja eh ein bisschen Spaß. Was macht das Kind eigentlich um 2:45 Uhr draußen? Sila, was machst du da? Naja, gut. Hier, wie sieht's aus? Ist Flame dann schon da? Flame ist hier. Dann würde ich sagen, lassen wir das. Steigen auf Flame auf und reiten nach Hause. Nein, nein, Flame, du brauchst nirgendwo anders hingehen. Einfach hier warten. Ich weiß, du magst eigentlich gar nicht mehr deinen Sattel tragen, aber wir reiten noch kurz nach Hause und dann ist alles okay. Sie ist ja eigentlich auch noch wach. Ich weiß nicht. Ach so, nein, die ist nicht wach. Sie schläft ja noch. Obwohl, beziehungsweise sie schläft doch nicht mehr. Aber sie sollte bald nochmal schlafen gehen. Wie sieht's denn hier aus? Brauchen wir nicht irgendwie noch ein Level? Amelie, kannst du nicht mal ein bisschen an dem Level arbeiten? An dem nächsten Logiklevel? Wäre cool. So. Genau, Logikfähigkeit verbessern. Wo sind wir denn da? Oh, bei Level 1 erst. Okay, warte mal. Machen wir das genau bis jetzt. Und dann schläfst du noch ein bisschen weiter. Lange hast du ja nicht mehr. Jetzt hast du ja auch noch was gegessen. Jetzt geht's dir eigentlich super. Immerhin sieht das mit der Logik jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Vielleicht können wir demnächst ja auch mal mit Mia gemeinsam ein bisschen Schach spielen.
Ihr geht's ja auch super, die brauchen wirklich nur schlafen, bis der Schulbus kommt. Das kriegen wir hin. Und ihr galoppiert jetzt hierher. Okay. Wie läuft es denn bei euch beiden so? Ich glaube, die gehen gleich in das Alles-in-Eins-Badezimmer. Sehr schön. Das läuft doch gut. Dann können wir irgendwie beim nächsten Singogramm von Benjamin Stacy Bescheid sagen, dass das mit den beiden nicht mehr läuft. Weil Styles wahrscheinlich eher verfügbar ist. Mit dem können wir uns immerhin auch an anderen Orten treffen und nicht nur bei seiner Arbeit. Das ist cooler. Flamehouse ist erschöpft. Oh, nicht von Flame abge. Ja, wir werden auch gleich von ihm absteigen. Ich möchte nur einmal kurz noch nach Hause galoppieren. Ist ja nicht mehr weit, nur noch um die Ecke. Warte mal, ist das dein eigenes Pferd? Ja, das ist dein Pferd, Pepper. So, genau, wir steigen ja jetzt ab. Alles gut. Oh, ist das Salira? Ja, Salira ist hier. Ach, schön. Hallo, Salira. So, und dann sollten wir uns hier mal um alles kümmern. Nämlich Gourmetfutter hinzufügen. Dann hier die Wäsche in den Trockner geben. Dann hier einmal aufräumen. Was essen. Bisschen Frühlingsrollen vielleicht. Und du gehst jetzt einfach mal schön in deinen Stall und schläfst da. Nein, du brauchst nicht den Reiter abwerfen. Und du kannst vielleicht mal aufwachen und hier ein bisschen kauen. Und sie schließen. Habt ihr noch das Techtelmechtel abschließen können oder eher nicht so? Oh, eher nicht so. Schade. Schade aber auch. Na ja, dann nächstes Mal. Können wir ihm irgendwie noch einen Abschiedskuss geben? Nope. Das finde ich immer am gruseligsten. Dann sieht es aus, als würde das Spiel gleich abstürzen. Wenn er hier alles so schwarzen Rand bekommt und alles. Aber ja. So. Okay. Dann, ja, ich würde irgendwie Styles so gerne noch einen Abschiedskuss geben. Hier können wir noch mal ein bisschen rumschmusen. Und dann können wir nach Hause gehen, weil ich glaube, jetzt waren wir auch lang genug wach. Oh, Spiel, hallo. So. Will das jetzt endlich mal was hier? Genau. Bist rausgegangen. Kannst mit ihm noch mal rumknutschen. Oder wir gehen noch mal was essen. Also ich meine, wenn er auch Hunger hat, lass uns doch hier noch mal. Oder nee, warte mal, was können wir Drinks holen, ne? Mit Styles zusammen. Wenn er auch Hunger hat und wir ja auch, dann können wir das ja machen. Luena macht ja gerne die Nacht zum Tag. Dann passt das schon. So, genau, du räumst hier noch auf und alles. Auch du kannst dann irgendwann später schlafen gehen, obwohl, ja, schicken wir dich erstmal schlafen. Ist schon echt sehr spät jetzt. Muss ich auch mal gucken, die nächste Folge beginnt ja dann quasi direkt im Anschluss an diese hier, weil Amelie gleich schon wieder wach ist. Aber passt schon. Genau, du gehst noch was essen mit ihm. Das ist eigentlich schon ganz praktisch. Okay, und ich würde dann jetzt einfach mal hier an der Stelle die Folge beenden. Gucken mal, was wir mit Luena und Styles noch machen das nächste Mal. Ich wünsche euch einfach noch einen schönen restlichen Tag. Bis zur nächsten Folge hoffentlich und ciao.